Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bei uns ist es soweit, dass ein Event angefangen hat und da dachte ich mir mal, ah ja, guck mal hier. Und da dachte ich mir mal, schauen uns das Ganze mal an. Ne, da war ich gerade schon drauf. Anzahl der Verteidigungshilfen. So, und zwar ist das irgendwo hier oben bei der Wetterspitze. Das ist schon ein bisschen weiter weg. So sieht das Ganze jetzt aus. Aber wir können immer noch nichts machen. Es hieß, dass von überall, also dass man von überall aus was hinschicken kann. Event hat begonnen, aber also irgendwie müssen wir jetzt noch mal schauen, was ist hier, ist irgendwas mit Aragorn. Eventaufgaben, ah ja, guck mal hier. Greife zweimal im Wetterspitzen-Event an. Verteidige zweimal im Wetterspitzen-Event. Hilf den Gefährten Nazgul einmal zu besiegen. Wow, es ging jetzt ab. Okay. Aha, okay, ich glaube, die marschieren. Fünf Stunden. Boah, Alter, was ist das, ey? 5 Stunden. Kann ich gerade nichts mit anfangen. Ja. Ja. Okay, das Event beginnt eigentlich erst, wenn er in 6 Stunden dort ankommt, also nachts. Ja, unfortunate. Ja, ist nun so, wie es ist. Ich dachte, man kann hier mal ein bisschen flexen. Aber leider nicht. Gut. Dann hat sich das ja auch damit erledigt. Nichtsdestotrotz können wir einmal in Progress reinschauen. Ich bin mittlerweile hierher umgezogen. Wie ich auch sehe, ganz viele andere. Das sind schon auf jeden Fall gut ein paar. Viele hängen hier leider noch rum. Aber so die Clan-Aktivität lässt ein wenig zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz, ich dachte, dass also vom einen, also vom Erzählen her, als mir der Clan sozusagen schmackhaft gemacht wurde, als ich mitkommen sollte, hieß es, oh, total organisiert, super toll und so weiter. Also es machen aber schon ein paar mehr mit, als man es vielleicht auch sonst gewohnt war. Von daher, also das sind ja schon mal so, ja, ich meine, also die hier sind, glaube ich, nicht umgezogen. Das heißt, die, die wirklich sich bewegt haben, auch ich selber, obwohl ich hier war, ne, bin ich trotzdem hierher gezogen. Also jetzt vor allem mit dem neuen Shop hier, ja, easy peasy. Also wird jetzt bald aktualisiert. Ich habe jetzt zum Beispiel sowieso eine Umzugssperre. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich würde umziehen wollen, habe ich noch 50 Stunden Sperre. Das heißt, man hat sogar. Wow, was hat man denn da an Sperre? Ziemlich lange auf jeden Fall. 48, 62 bestimmt so, könnte ich mir vorstellen. So 3 Tage. 76 meine ich. Weil wann bin ich umgezogen? Gestern glaube ich. Also 3 Tagessperre. Ja, haut hin. Ja, und ich farme jetzt halt eben hier weiter. 32, 34, 29, so sieht es aktuell aus. Nichts Besonderes am Start. Fliesen, da habe ich mich jetzt fast von allen 90ern hier befreit. So langsam. Mal wieder einer weg hier. Ja, und im Fortschritt, der dauert jetzt. Kapitel 18 dauert immer wirklich sehr lange. Ab 18 geht es los, wirklich lang zu dauern. Also, da kriegt man es innerhalb von einem Tag nicht mehr hin. Weil man Elbenquartier aufbessern muss, dafür braucht man wiederum die Haupthalle und so weiter. Also, das fordert schon wirklich viel.
Genau, dafür brauchen wir die Haupthalle. Die wiederum. Okay, die kann ich jetzt starten. Ich hatte Erzprobleme. Ich habe eigentlich keine Probleme außer Erz. Erz ist bei mir echt ein Problem. Sieht man auch an der Produktion hier, 22.000. Aber ich muss auch sagen, Stein ist echt runtergegangen. Auch doll runtergegangen. Und dann gehe ich halt eben einfach wieder sammeln. Dafür benutze ich halt meine Ringpunkte. Ja, ich habe noch kein 200 Feld, aber die sind eh alle hier weg. Ach, der ist sogar hierher gezogen. Das hätte ich auch mal machen sollen. Ich habe mich das zuerst nicht getraut, weil ich dachte, was ist wenn? Aber naja. Brereiter habe ich mir auch schon gegönnt. Einfach zum Haben. Ich will Gandalf später auf berittene Einheiten spielen. Von daher, ja, habe ich mir die auch schon mal gegönnt. War ein ziemlich harter Kampf. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie man die jetzt am besten findet. Ja, das ist. Da war das. Das war echt anstrengend. Das war mein erster Kampf mit Gandalf. Ja. Er hat auch viel geheilt. Ich weiß gar nicht warum. Er hat dann heilt, ne? Vorbereitung. Ah, okay. Er hatte auch Verstärkung. Okay. Ja. Ja, dann habe ich nochmal Gandhi drauf geschickt. Danach Gandhi. Auch nochmal wieder. Schwierig. Und dann zum Schluss Gegalad und dann lief das auch. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier dauert das noch ein bisschen, ne? 2 Stunden, Stunde 15. Okay. Ja, ich glaube, ich werde jetzt die Haupthalle starten. Haupthalle 9, ne, 8 erst, schade. Ist cooking already. Ja, jetzt ist man halt wieder ein bisschen weit unten, macht aber nichts, geht gleich alles wieder. So, dann wollte ich noch, wohin wollte ich jetzt noch? Ich bin ja gerade immer so dabei, Getreide und Erz zu farmen, deswegen, hoppala, das wollte ich nicht. Deswegen, da schicken wir jetzt mal Gandalf hin. Da machen wir einmal Verstärkung. Ja, 6 Minuten nur. Das war auch ein Grund, warum ich umgezogen bin. Und die Verstärkung dauert jetzt nur hier nur 6 Minuten. Wenn ich immer noch da hinten geblieben wäre, es jetzt, keine Ahnung, 16 Minuten. 26 vielleicht auch schon, keine Ahnung. Von daher umziehen macht immer Sinn. Immer Sinn, auch an der Front zu sein hier. Ja, und dann gibt es hier noch was, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Das haben wir auch gerade frisch freigeschaltet quasi. Also erstmal fängt es damit an, dass man in der Gefährtengruppe bei Schübel mit Level 17 hier den Altarbau auch hier wieder spenden kann. Hier unten haben wir ja die Spendenversuche, ne? Da müssen alle machen. Und dann ist das so, dass das war vorher, oder ist ja immer noch. Ach ne, es ist ein Altar tatsächlich. Also vorher war es hier so ein Ding. Es ist so ein Effigy, unheimliches Bildnis. Und dort kann der Gruppenleiter halt einen Altar bauen. Ja, da kann man die Ringfähigkeit Geistschärfer, ja, kann ich jetzt leider nicht zeigen, jetzt habe ich hier schon verschwendet. Aber da kann man die Ringfähigkeit Geistschärfer drauf nutzen und halt eben pro Fähigkeitspunkt und 20 Ausdauer und zusätzlich 10 von diesen Münzen hier. Das ist aber wirklich nicht der Rede wert, das sind zum Glück keine 100. Kann man 30.000 Erfahrung bekommen. Beziehungsweise 33.000, wenn man denn hier das Ding voll hat, beziehungsweise hier gibt es ja nochmal 20% mehr, also sind das 6, 39.000 pro Dingsbums. Ja, und das Ganze kann man dann ja. Was waren das? Wir haben 150 Energie, das kostet ja 20, das heißt, wir können das Ganze 37 Mal machen. Und kriegen dann 273.000 hier raus. Also, ja, ist nicht, warte mal, ja doch, weil wir nur 7 Mal raufgehen. Ist nicht besonders viel. Ich würde sagen, ist für die Leute gut, die noch bei Level 20 rumdümpeln oder Level 21, 22, 23, meinetwegen auch 24. Weil ab hier, ja, selbst für Level 29 geht's noch, braucht man nur 100.000. Also wenn man da einmal reingeht, ist man 30,5. Aber alles da drüber dann nachher, also hier, ja, gut, das geht auch noch. Das geht auch noch. Und hier wird's dann schon, also ab 34 kriegt man dann nicht mal mehr das Level voll. Also da
Aber wie gesagt, wer jetzt so bei 24 rumdümpelt oder drunter so, ne, das kann man dann zweimal machen oder so, 2 Tage lang, um den Kommandanten hochzupushen, damit er auch easy den 150er und so kriegt. Ja, er hat jetzt auch hier den weggeschickt. Ich mache es nicht, weil, wie gesagt, ich habe das nicht, ja, nötig, sage ich jetzt mal. Ich kann mit Gil weiter Fliesen einnehmen. Gandalf war vorher leer, Gandalf hier, der Weiß ist auch fast leer, das heißt, Gil muss ich jetzt sowieso nutzen, um Fliesen einzunehmen. Und hier ist jede Menge Land, seitdem wir die Kreuzung passiert haben. Ist hier wunderbar, viel Land, abwechslungsreich, richtig tolle Gegend hier, gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, hier muss ich noch mal kurz gucken. Nicht, dass die angegriffen wird. Nee. Ah ja, die kommen aber näher. Ja, wir hatten vorhin hier eine versucht zu bauen, da haben die dann schnell reagiert. Ja, ist auch ein bisschen frech, natürlich neben deren ganzen Forts hier so nah hier eine Gefährtengruppenfestung zu bauen. Ja, ist schon mutig, also muss man sagen, wenn man da nicht darauf antwortet, dann wird man auch echt entehrt, ja, also Laufzone, oh Gott. So. Ja, und dann kann man dort halt eben Mock battlen. Das nochmal dazu. Ansonsten zu den Levelfähigkeiten oder zum Leveln allgemein. Also dadurch, dass das Geistschärfer-Training jetzt wirklich hart genervt wurde und man eigentlich kein 300er Land mehr braucht, ist es eigentlich so, dass man jetzt, ja. Hoppala. Naja, egal. Bei diesen Effigies kann man halt leveln. Bei den Dingern hier, Stufe 35, oder bei denen hier, was natürlich immer noch am allerbesten klappt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die hier gerade finde. Das ist auch Breereiter. Müssen wir mal hier hingehen. Ja, aber wir sind hier auf jeden Fall schon sehr gut vorbereitet. Yadu ist ja hier ein Clan, ein Rollenspiel-Clan, der wirklich sehr organisiert ist. Den habe ich letztes Mal auch schon angeteasert. Der ist noch gar nicht so lange dabei, war. Ne, seit zwei Seasons erst. Ja. Schade, dass es ein Rollenspiel-Clan ist, sonst hätte ich vielleicht gefragt, ob man da rein könnte, weil mir gefällt das wirklich sehr. Die sind sehr organisiert, so macht das Spielen wirklich Spaß. Alle sind hier wirklich organisiert. Und hier diese Hobbit-Jäger-Außenpost. Die sind richtig geil. Also man kriegt. Das müsste ich jetzt mal gucken hier. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung man genau kriegt. Aber ich glaube 35.000 oder 40.000 pro so ein Lager. Weil, oh, mehr sogar, glaube ich. Gandalf hat 31.799 bekommen. Das werde ich jetzt hier einmal kurz in Taschenrechner tatsächlich eingeben. Damit wir das einmal relativ. Ja, gut, okay, ich meine, das ändert sich immer ein bisschen. 97, je nachdem, welche Truppen hier sind. Oder sind es immer die gleichen? Mal gucken. Gleich. So, und gar nochmal 13.000. 13.000. 080. Ja, doch, genau. 45.000 waren das ungefähr. 44.879. So, und hier haben wir dieselben Truppen. Ne, ich glaube, die Truppen tatsächlich sind immer dieselben. Wobei, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ich habe vorhin, glaube ich, gesehen. Das heißt, vorhin, das war gestern, hat ihn hier einer auch schon eingenommen. Genau, da habe ich meine gepostet und dann war vorher. Na, komm schon. Ich glaube, da. Ja. Ja, hier waren dann Kavallerie und Breereiter und Gandalf hatte hier auch Kavallerie und Breereiter. Ja gut, also da unterscheidet sich. Oh, hätte ich mal leichter machen können. Hier 46.200. Da kriegen wir ein bisschen mehr, weil hier nicht die T3 Schützen stehen, sondern dann die Kavallerie. Aber trotzdem. Und bei denen ist es auch so, nur die sind leichter zu killen, weil es sind T2 Truppen. Die machen zwar an T3 Truppen ein bisschen mehr Schaden, aber die haben hier, glaube ich, gar nicht. Sind die gar nicht geskillt? Ich weiß es gar nicht. Gegen höhere Stufen machen sie 20% mehr Schaden. Ist ganz cool, die haben aber halt eben kaum Schaden, ne? Also von daher. Verteidigung 8. Also die sind wirklich. Deswegen kann man die wirklich leicht killen und dann kriegt man da halt eben fast 100.000, ja, pro Hit für 20 Energie. Muss halt natürlich nur jede Stunde warten und man darf hier natürlich, muss man nachher gucken, dass wenn das Ding eingenommen wurde, dass man es wieder fallen lässt, beziehungsweise
Ja, so lange warten lohnt gar nicht. Also über Nacht regeneriert das, aber ansonsten die regenerieren nicht so schnell. Naja, aber auf jeden Fall, ja, schade, dass das Rollenspiel-Clan ist, weil die sind wirklich aktiv cool dabei. Hier räumen die auch schon auseinander, dass die Bösen hier gar nicht erst irgendwas machen können. Ja, ziemlich, ziemlich cool. Ja, gut, oh, ich werde ja weiter leveln jetzt einfach. Ganz einfach, ganz einfach. Wie gesagt, schade, ich dachte, das Event geht eher los. So, das sind die Dinger. Aber das dauert jetzt ja wirklich noch bis in die Nacht. Das heißt, werde ich morgen erst reinschauen. Morgen habe ich aber erst Prüfung um 10:30. Ganz entspannt. Und dann danach fahre ich dann nach Hause und dann gucke ich mir das Ganze mal an. Ja, meine Machtproduktion übrigens auch hier, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja, 17,8 finde ich ganz in Ordnung. Ist natürlich, na gut, ich bin hochgekommen tatsächlich, Platz 80. Ich war bei 126 oder so. Also nicht schlecht. Balau. Und er ist sogar bei 21.000, ey. Hat er doch einen Witch King. Die Leute haben es immer als leichter. Da ist unser Anführer, Platz 34. Ja, also wenn man bedenkt, was für Leute hier sind, also ist 80 schon in Ordnung. Allein die Gefährtengruppe hier. Ja, du, allein da sind ja schon voll viele Wale. Also, ne, und die haben 10-mal bessere Ausrüstung wie ich und alles. Von daher passt das. Hier sind wir immer noch leider Platz 5. Ja, kann man leider nichts machen. Store, da wollen wir auch nichts. Da wollen wir auch nichts. So. Ja, und so dümpel ich hier langsam vor mich hin. Ich nehm 150er erstmal, bin ich voll fein mit, wirklich. Habe ich absolut keine Probleme mit. Einfach weil man kommt mit denen wirklich gut voran. Sieht man ja. Also ich habe noch kein 200er genommen und es funktioniert trotzdem. Ich habe mich immer noch nicht von allen 90ern befreit. Das ist auch mal so ein Indiz für mich selber jetzt. Dass es einfach noch nicht sein muss. Die müssen eh erstmal alle weg, finde ich persönlich. Ja, und danach fange ich an mit 200 dann irgendwann, wenn, ja, ich weiß nicht, einige, ich finde Gandalf ist dafür noch nicht bereit. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich finde also, solange man mit ihm Glamdring auch noch nicht hat, ist das wirklich schwer. Deswegen warte ich da ganz entspannt. Also irgendwann werde ich damit starten und jetzt kommt er wieder hier mit 200er Feldern. Ja, gönn dir. Warte mal. Er kommt nicht rechtzeitig an. Geil. Ah, geil. Er kommt nicht rechtzeitig an. Ah, fett. 5 Minuten noch. Ja, da sage ich mal nichts zu. Erst wenn er wieder umkehrt, will ich sagen. Oh, ups, hab's vergessen. Hab's gesehen, dass du nicht rechtzeitig ankommst. Ja. Einfach mal so aus. Einfach mal so nerven. Ja. Cool, so machen wir das. Ja, gut, und ansonsten, aber von der Gefährtengruppe bin ich gar nicht mal so schlecht. Also, wenn man guckt hier, auf Platz 4 jetzt mittlerweile sogar. Ich war mal runter auf, also irgendwo hier, so unter Dizzy war ich hier so. Ich war mal irgendwo, habe ich hier rumgedümpelt, sogar noch weiter unten, 14, 15. Und dann konnte ich gestern aber gut farmen und jetzt heute auch wieder, also von daher, jetzt fast 18 schon, Platz 4, wunderbar. Also, brauche ich mir nicht schämen oder so. Alles super, würde ich sagen. Von daher, ja. Freue mich auf jeden Fall, wenn Glamdring nachher endlich soweit ist bei Gandalf. Ich habe auch tatsächlich hier das Schwert bei Gil'galad rausgenommen. Da habe ich nochmal ein bisschen geguckt und gesagt, naja, Armeeschaden ist plus 3, schon mal sehr gut. Und nochmal zusätzlicher Schaden. Elben machen wenig Schaden, die brauchen Schaden. Deswegen ist das wirklich gut. Bis ich ein elbisches Weißmesser kriege, wird das ja noch dauern. Und von daher. Alles gut, ja. Und hier, ja. Also da muss gar nicht, also wenn ich ein Palantir krieg, wird er gar nicht, werde ich ihm den gar nicht Gil'galad geben. Außer wenn ich mal einen Helm habe, der auf 100% voll ist, ne? Dann kann man das machen, weil wenn er sonst Wahnsinn hat, also das proc't halt mit 50% halt ja jedes zweite Mal, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann aber Verfolgung drin habe und meine Truppen wahnsinnig sind und sich selbst angreifen, dann treffen die mich. Dann hat nämlich hier sein Skill mit der königlichen Verwandtschaft keine Wirkung. Ansonsten, wenn der Gil'galad wahnsinnig, die Truppen wahnsinnig werden, ist es manchmal gar nicht so schlimm, weil dann greifen sie zwar gegenseitig an, aber treffen sich nicht, weil die einfach den Schaden ausweichen, ne?
Das ist halt so das Coole daran. Von daher, ja. Ja, Gandalf mittlerweile jetzt wieder irgendwie. Eine Zeit lang lief es richtig gut. Jetzt mittlerweile schwächelt er immer wieder ein bisschen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich finde, das ist zu viel Verlust für 9 Level drüber. Muss ich ganz ehrlich einfach sagen. Aber naja, es geht schon. Ah, da kann er auch noch mal rauf hier und dann ist er, glaube ich, auch leer, ne? Ja, 35 Minuten noch. Ah, geil, da will ich zugucken gleich, wird interessant. Ja, gut, ja, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Kleines Update soweit. Und ja, mal schauen, wie es hier wird. Kämpfe bis jetzt tatsächlich noch gar nicht mit dem Bösen wirklich viel Kontakt gehabt. Ich hatte ein paar Kämpfe. Warte mal, ich glaube, die kann ich. Nee, PvP, toll. Das zählt als PvP. Was ist daran bitte PvP? Aber, ach doch, warte mal, hier. Da hatte ich schon, da wird das auch angezeigt. Das war die eine ist über Nacht, da haben wir die Kreuzung eingenommen. Boah, Alter. Oh, heftig, ne? Da habe ich auch gut geguckt. Keine Heilung für Elben noch für Menschen. Kurvan ist schon böse. Und ich glaube, also da hätte Gandalf auch auf jeden Fall hardcore verkackt gegen ihn. Bin mir ganz sicher. Ich bin ja aber auch auf PvE-Bild. Also das ist jetzt kein PvP-Skillung. Ne? Von daher, warte mal. Hier habe ich gegen Sunend gekämpft. Da war das ein Grima. Ah ja, hier, wollte ich ganz sagen, genau. Ja, Sunend hat hier erstmal Gilgalad schön zerstört. War eigentlich gar nicht so doll stark. Also hier 33% Chance ist bei ihm geprockt, habe ich im Bericht nachgeschaut. Von daher von meiner Seite ein bisschen unglücklich leider. Tatsächlich. ein bisschen sehr unglücklich. Dass sich seine Einheit nicht betäuben konnte. Deswegen konnte er halt agieren und dementsprechend habe ich verloren. Ja, aber Gilgalad ist ja auch halt eben dann kein Counter. Also sie ist der Counter für ihn dann, ne? Danach hat Gandalf nochmal angegriffen. Ich meine, hier hat sie jetzt nicht so viel verloren. Für meinen Geschmack hat Gandalf aber ein bisschen viel verloren. Wobei ich sagen muss, Gandalf ist schlecht gegen sie eigentlich. Von daher. Ach, ihre Heilung ist echt extrem, ne? Das ist wirklich toll. Aber von daher war das noch in Ordnung. Hätte viel schlimmer sein können, ja. Ja, dann habe ich. Dann habe ich gescoutet hier. Da war eine so ein Witch King da. Habe ich gedacht, oh, okay. Hat keine Betäubungsimmunität. Hat hier Nazgul-Schrei auch nicht. Ja. Hab ich gedacht, komm, müsste mit Gandalf klappen. Und dann sowas. Also, ich muss aber dazu auch sagen, weil PvE-Skillung habe ich gelassen. Ich habe gedacht, das Ding hier reicht. Er lindet einen Brandschaden minus 60%. Der Hut, den ich mir jetzt übrigens auch neu gegeben habe hier, entfernt in Runde 1 ja auch den negativen Effekt von Ringwraith, also die 30%. Dann hätte ich ja nur noch, also meine minus 60 Brust wäre dann nur noch bei 30. Das entfernt er ja und trotzdem, also nur in der ersten Runde, ne, aber trotzdem so ein schlechtes Ergebnis. Wow. Muss ich sagen. Gut, er hatte T3-Einheiten, 1000 Stück ist auch nicht zu wenig, natürlich, das ist klar. Er hat jetzt 50.000 HP mehr. Aber trotzdem, also die hier waren schnell tot. Gut, die haben ein bisschen Schaden gemacht und Gandalf halt, ja, auch hier wieder mit Glamdring hätte er viel mehr Schaden gemacht. Aber hier 88.000 trotzdem, also finde ich, weiß ich nicht, dafür, dass ich Brandschutz hatte. Ja, darf eigentlich so nicht sein. Eigentlich ist Gandalf auch ein Counter für den Witch King, aber ja, so ist das passiert. Dann habe ich Gandalf halt losgeschickt, habe ihn nochmal umgeskillt extra einmal. Ja, da kam das natürlich bei rum. Ist ja klar. Hier hätte ich aber auch Pech tatsächlich. Er hat trotzdem, das habe ich im Bericht auch nachgelesen, mit Nazgul Screech tatsächlich getroffen. Also er hat zwei Einheiten betäubt. Was gut, was jetzt eigentlich nicht so schlimm war, weil der Hut heilt das. Ah, nee, wobei, warte. Nee, der Hut entfernt einen zufälligen Schwächungszauber. Genau, und das Problem ist, das ist auch ein Schwächungszauber hier.
Und den hat der Hut nämlich entfernt und nicht die Betäubung. Die Betäubung hat nämlich auch bei meinem Hut hier. Achso, ne, ich habe ja nur diesen. Ich habe gar nicht diesen Aegis. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Meine Einheiten wurden trotzdem betäubt. Das war das Problem. So, jetzt habe ich es wieder. Und der Hut entfernte leider halt eben eine Ringwraith. Von daher. Ja, von daher, wie gesagt, weiß ich nicht, ob der Hut so toll ist. Wobei später, wenn ich Meras Zügel hier drauf hau. Dann geht das eigentlich. Wobei die mir leider ein bisschen zu low sind. Ich bräuchte die noch einmal. Die muss ich ja mit Glück halt mal kriegen irgendwie. Dann könnte ich die auf 50% machen. Das wäre schon mal wieder ein Stückchen besser. Meines Erachtens. Aber naja, es ist wie es ist. Und ja. So ist er schon. Ne, er marschiert noch. Warte mal, jetzt muss ich erstmal kurz. Tja. Das wird wohl nichts mehr. So, darauf achtet man ja nicht, das ist ja das Coole. Ja, aber sonst, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich bis jetzt gar nicht so wirklich viel PvP gewesen. Und ja, relativ ruhig, Alter. Ich habe schon 4000 von denen, das ist schon viel. Relativ ruhig bis jetzt und von daher, ja, ich nehm's in Kauf, alles easy. Ich farm so viel ich kann, kann man immer gut gebrauchen. Und ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein für heute, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst gerne einen Kommi da, wie es bei euch läuft oder wie auch immer. Ich glaube, von euch ist auch keiner irgendwie hier mit reingekommen oder so. War ja auch alles sehr kurzfristig. Also von daher, ja, wie schaut es bei euch aus? Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.